Ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ja, es klappt doch wie am Schnürchen. Wir haben jetzt schon vier Charaktere zum Teufel geführt. Ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes weiter mit Maggie. Mit ihr müssen wir ja sowieso auch noch den Boss Rush machen und alles. Machen wir das einfach mal. Boss Rush und Teufelsraum mit Maggie steht jetzt an. Ja, Maggie zählt tatsächlich mittlerweile, hätte ich überhaupt nicht gedacht, auch mit zu den schwächsten Charakteren in Isaac, also in Rebirth. Es sind so viele andere Charaktere, sind jetzt so viel besser geworden. Maggie ist so fast geblieben, dass sie mit ihrer langsamen Geschwindigkeit und so weiter so schlecht geworden ist. Auch wenn ihr Schaden immer noch in Ordnung ist, ist ihre Geschwindigkeit viel zu schlecht dafür. Auch wenn sie sich selbst heilen kann. Sie mag immer noch einer der safesten Charakter sein, aber abgesehen davon ist sie nicht so für die meisten Spieler nicht so der erfolgreichste Charakter. So muss man ja sagen. Man muss immer so sagen, die werden ja dann gemessen, wie erfolgreich man damit spielen kann und wie viele Runs man damit gewinnen würde, wenn man nur diesen Charakter die ganze Zeit hintereinander spielen würde. Wie viele davon dann tatsächlich erfolgreich am Ende enden. Okay, hier ist der Boss. Gut, haben wir den auch schon mal gefunden. Das war knapp. Das war noch knapper. Gut, wir haben aber immer noch nicht den Item Room gefunden. Natürlich ist er immer in der letzten Richtung, damit wir auch möglichst viel hin und her laufen und Zeit verschwenden. Jo, das war ein bisschen Verschwendung von dem Yamhard. Da habe ich beides gleichzeitig gemacht und dann kam da die Scheiße bei raus. Hypecake, okay. Ich glaube, den Run sollten wir packen. Wenn ich nicht total verkacke dabei, die Schüsse zu zielen und zu treffen und so. Ja, Hypecake ist so ein Ding, mit dem bin ich ja bisher noch nie klargekommen. Mal gucken, wie gut wir uns damit dann tatsächlich jetzt hier schlagen. Macht halt eine unglaubliche Menge Damage. Zack, seht ihr, so einfach geht das. Also, ja. Durchrunmäßig sollte man jetzt tatsächlich unglaublich schnell durchkommen. Ich brauche noch nicht hier jetzt tatsächlich keine Devil Deals mehr und so weiter. Wir müssen nur vielleicht gucken, dass wir den Damage ein bisschen noch erhöhen, den wir haben. Weil dafür braucht man ja nicht unbedingt immer Devil Deals. So, hier ist ab. Ja, gut, verschießen wir die Kotzbomben etwas schneller. Aber gut, mit dem Alpkick werden wir später sowieso noch zu tun haben, aber das werdet ihr ja dann sehen. Oh, Poison Gold, noch mehr Poison Damage. Poison Damage. Ja, ich kann nicht mehr richtig sprechen, whatever. Bin schon so lange am Labern. Zipack, sowas meine ich doch mit schönen Tears Up. Die sehen nämlich schon, jetzt schon richtig stark aus, die Dinger, die wir auch verschießen. Gucken wir mal, was wir hier so kriegen. PhD und... Ja. Vielleicht finden wir noch genug Münzen. So, hier. Was bist du denn? Cursed Scheiße. Was ist das denn jetzt für eine komische Kombination? Ja, das wird jetzt ja ganz lustig. Obwohl, vielleicht kann ich mich vielleicht weniger häufig verletzen. Ich mache auf jeden Fall halt nochmal mehr Damage. Cursed Eye, ja gut. Zukünftig sollte ich mir irgendwann mal merken, dass ich die Dinger nicht anpacken soll. Noch mehr Gift. Ja gut. Okay, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich interessante und relativ starke Kombo. Speed and Range Up. Range Up ist nicht so schön, Speed ist schön. Wir dürfen nämlich nicht zu viel Speed abnehmen. Kriegen. Zack. Aber eben kriegen wir mit Maggie andauernd dieses komische Vieh. Also dieses Cursed Eye. Ist das nicht schon das jetzt das zweite Mal, dass wir das mit Maggie kriegen?
Aha. Secret Room oder Super Secret Room? Nur Secret Room. Ja, das läuft relativ fix. Oh, die Missing Page können wir mitnehmen. Haben wir den. Ne, Item Room haben wir hier noch nicht, ne? Ne. Dann werde ich den noch suchen. Alles, was uns vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit geben kann. Wie lange sind wir unterwegs? Oh, 5 Minuten, das ist ja locker. Schlüssel noch, wunderbar. Hier unten mal kurz gucken. Nein. So. Upsala. Gut. Oh, das ist gut. Der schmeißt uns ja ein paar Items raus, wenn wir die wenn wir Schaden kriegen. Uah, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, nehmen wir das mit. Ich könnte die restlichen Münzen wieder in die Donation-Maschine eben reinschmeißen. So, damit die da auf 230 steht. Die werden wir dann mal in ein paar extra Runs irgendwann mal komplett versuchen zu füllen. Ah, da waren X-Felsen. So, na gut, 2 Seelenherzen weg oder so. Hier ist das Shot-Speed ab. Gucken wir mal kurz hier rein. Oh, okay. Den Pentagramm lasse ich mich doch überreden. Tut mir leid, aber dafür gibt Pentagramm zu viel Damage. Wenn wir jetzt mal kurz gucken in unseren Damage. Der ist nämlich jetzt schon gemaxt. Gemaxt. So, komm hier, dann stepp am Gift. Hm, Mom's Pearl. Da mache ich mir doch mal lieber den Weg frei. Ui! Gut, dann gucken wir mal hier, was hier ist. Scheiße, gut, das war nur schlecht. How to Jump, das Buch. Das brauche ich nämlich gar nicht. Da ist das Yamhart besser. Später, wenn wir mit Alpcake und sonst. Scheiße, falsche Richtung. Werde ich selber die ganze Zeit so einen Schaden machen. So, ein Schlüssel. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Ja, ich weiß nicht. Probieren wir es aus, YOLO. Ach so, okay. Ach ja, genau. Die ganze, resettet die ganze Ebene. So ähnlich, funktioniert so ähnlich wie Forget Me Now. Vielleicht kennt ihr das Item auch. Ja, na gut, ja, vielleicht kennt ihr es, ansonsten. Es resettet halt die ganze Ebene, genauso wie dieses Item hier jetzt. Ja, dieser Büffelraum, den wir jetzt hatten. Ist eigentlich nicht schlecht, dadurch, dass wir jetzt dann noch ein Item Room mit absagen können. Okay, da wurden wir jetzt raus teleportiert durch das scheiß Cursed Eye. Dann gehen wir in eine Gegenrichtung.
hier. Ups. So, zack. Weiter geht's im nächsten Raum. Ein Seelenherz, das ist was Schönes. Ach so, scheiße, die Portal war hier. Okay. So, jetzt aber. Range up. Oh nein. Jetzt bin ich nicht so dolle, wie du es vielleicht findest, Isaacs. Oder Maggie. Naja. Oh, die Viecher sind ein bisschen nervig hier mit. Zum Glück war es noch in einem großen Raum. Im kleinen Raum sind sie wahrscheinlich noch nerviger. Telepill. Ich, als ob ich nicht genug rumteleportiert würde schon. Naja. So, und da ist der Boss. Dann gehen wir zum Boss und machen den eben fix. Keinen Schlüssel bekommen, also kein Item Room nochmal. Wir sind immer noch in Depths 1, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich mal ranhalten. Oh. Das ist ein Range-Up, das nehme ich nicht mit. Dagegen wehre ich mich vehement. Ah ne, wir sind doch schon in Nekropolis bzw. Depths. Depths, so schön. Fuck. Ja, Alpcake wird noch richtig schön interessant werden hier. Vor allem in der Kombination mit dem komischen First Eye. Was habe ich mich da schon wieder eingelassen? Vielleicht hätte ich einfach zwischendurch mal den Reset-Button drücken sollen, aber naja. So. Na, Momentchen, 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 Momentchen. So. So, so, so. Na, oh, natürlich verfehlt. Tour of Clubs, ja gut, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe dann unendlich Bomben, dadurch, dass ich mein Angriff eine Bombe ist quasi. War gut. Emperor, das ist gut. Tour of Hearts, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Lovers. Kann ich mal hier hinlegen. So. Wunderbar. Das war ein schöner Raum. BBF. Big Beautiful Fly. Noch mehr bombig. Das ist ja ein richtig bombiger Run. Oh mein Gott, diese Wortspiele, die er da bringt. Okay. So. Jetzt müsste das mal irgendwo bald meine Mom sein. Damit wir die immer besiegen können. So. Jawohl. Ach ne, wir sind noch in Depths 1, ne? Ja. Wir sollten uns wirklich mal ein bisschen ranhalten.
okay. Oh, aber der Schaden ist schön zu sehen. So, hier doch. Eine Box mit jeder Menge Stuff. Are you a wizard? Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Das Are you a wizard sowieso schon ist. The world. Ne, ich nehme Emperor mit. Guppy's Paw. Nehme ich, glaube ich, mit. Ja. Damit können wir unsere Herzen in Seelenherzen umwandeln, wenn es notwendig wird. Hm, hier ist ein Arcade. Oh, scheiße, ich habe noch Are You a Wizard immer noch gehabt. Tot, du scheiß Vieh. Okay, wir haben hier ein... Also, na, nicht Darkness, sondern... Ja, so ein... Curse, wo wir es jetzt nicht wissen. Moment. Wie heißt das Ding? Moment, 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 Moment. Curse of the Lost. So. Du bist ganz schön wirklich dafür, dass du so fett bist. Okay, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber also jetzt verteidigen wir uns so. Gehen wir hier lang. Ja, toll. Jetzt wurde ich natürlich auch noch richtig schön ins Nirgendwo hin teleportiert, wo ich überhaupt nicht weiß. Ja. In einem Flur, wo ich überhaupt nicht weiß, was wo ist und so. Das ist immer perfekt, so einen Zufallsteleport zu haben. Ich versuche aber noch ein bisschen den alten Dom hier zu finden. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht, dann werde ich halt ganz fix. Puh. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht bis zur nächsten Ebene mitschleppen kann, werde ich es doch zumindest versuchen. Weil wegen Boss Rush und so. Ihr wisst. Hierophant, das ist gut. Okay, nochmal. Justice ist auch gut. So. Was finden wir hier hinter? Greed. Also ein paar Münzen hauptsächlich. Ach, scheiße, das war nicht meine Fly. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ein kleiner Idiot. Also so ein richtiger Idiot. So, ja. Dann geht's hier hinten irgendwo weiter, oder was? Ja. Okay. Also ich bin wirklich total verloren jetzt gerade hier. Ich versuche nur irgendwie... durch einen Zufall den Item Room zu finden und dann werde ich mich zum Marmor direkt hin teleportieren mit der Emperor Card. Dieser scheiß Random Teleport hat mich wirklich komplett aus dem Konzept gebracht, was meine Orientierung angeht hier. Nein! Scheiße.
Ich hasse diesen Teleport. Ich hasse es. Das scheiß Cursed Eye. So, zack. Oh, Dark Bomb. Wunderbar. Wunderbar, dann gehen wir jetzt zu Mom. Das war jetzt irgendwie unvermeidlich der Schaden. Okay, das war ein bisschen Glück und so. Okay, dann geht's auf in den Boss Rush. Was können wir da Schönes nehmen? Von. Nehmen wir mal das dazu. Homing Shots mit. Dem könnte ziemlich stark sein. Probieren wir es aus. So. Viel zu verlieren haben wir ja nicht. Der Run ist sowieso schon chaotisch genug gerade. Seelenherz, mein lieber Freund. Das Schlimme ist hier nicht der Schaden, den wir nehmen, sondern der Schaden, die Sache, dass wir raus teleportieren werden können, wenn wir irgendwie Schaden nehmen. Das ist die Sache. Wenn wir einmal unglücklich Schaden nehmen oder so, oder nur Glück haben, kann alles vorbei sein. Das klappt ja jetzt gerade irgendwie ziemlich gut. Seelenherz mit Sicherheit. Jo. Mein Bettler ist ziemlich fleißig, wie man hört. Okay, die Homing-Shots funktionieren so ein bisschen. Nicht so ganz, aber auch nicht. So, richtig schlimm. Dankeschön, mein lieber Bettler. Jetzt ist richtig schön fleißig. So, damit ist Stadt besiegt. Damit ist Monstro tot. Larry ist damit tot. Nein! So, jetzt haben wir Monstro 2. Wird am schwierigsten hier. Irgendwie schaffe ich das gerade. So halbwegs da schadenfrei. Wahrscheinlich aufgrund von einer Überportion Adrenalin, weil ich weiß, dass einmal Schaden nehmen bedeuten kann, dass wir alles von vorne anfangen müssen, beziehungsweise dass hier alles drauf ist. Also halt mich gerade so, als würde es halt wirklich heißen, einmal Schaden nehmen, Game Over. Aber nur mit weniger Stress gerade. Haben wir ein volles Leben. Nur weil der Bettler so fleißig ist.
So, Mask of Infamy ist noch da. Okay, ist jetzt auch tot. Ich habe dort hinten gerade was gesehen, das kann ich mir eben fix holen. Oh, wir haben ein komplettes Herz. Ich zweifle nicht daran, dass wir den Run nicht packen. Den sollten wir packen, einfach dadurch, dass wir schon wieder einen Bum-Friend haben und so. Dem Evil Bum. Whatever. Und einfach dadurch, dass wir so viel Damage haben, es geht einfach nur darum, wie nervig wird das noch mit dem scheiß Cursed Eye. Der Kopf da. Okay, den habe ich nicht erwischt. Wunderbar. Maggie's Bow has appeared in the basement. Wunderbar, dann haben wir wieder was freigeschaltet und noch mehr Damage. Ja gut, ich kann keine Seelenherzen mehr aufnehmen. Und dabei sind die hier gerade so viele schöne Seelenherzen. Guckt euch das an, die müssen wir alle zurücklassen. Okay, dann gehen wir weiter runter. Und wie immer in den Satan-Runs mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.